Nur eine Stunde vom Yarra Valley oder von Melbourne entfernt stoßen Sie wieder auf Weinberge, diesmal in herrlicher Küstenlage auf der Mornington Peninsula. Bekannt ist die Halbinsel auch für ihre 18 erstklassigen Golfanlagen und für die über 80 Weingüter mit außergewöhnlichen Restaurants und Weinkellereien. Über die Halbinsel verstreut liegen sehenswerte Dörfer wie zum Beispiel Red Hill und Sorrento, und dort befinden sich auch die einzigen Thermalquellen von Victoria, die Peninsula Hot Springs. Unternehmen Sie einen Ausritt oder wandern Sie ein Stück auf dem 100 Kilometer langen Küstenwanderweg Mornington Peninsula Coastal Walk oder begegnen Sie einzigartigen Wildtieren in einer außergewöhnlichen Umgebung. Ein Besuch im Moonlight Sanctuary ist ein besonderes Erlebnis. Sie können einem Koala richtig nahe kommen und ihn streicheln. Die geführte Nachttour ist absolut fantastisch. Im Laternenlicht können Sie verschiedene Zwergkänguruarten füttern und Sie können den Gleithörnchen ganz nahe kommen und auch sie füttern. Die Mornington Peninsula liegt perfekt für alle Victoria-Tour-Optionen. Wenn Sie die Sydney-Melbourne-Küstenstraße nehmen, legen Sie auf der Halbinsel zu Beginn Ihrer Tour einen Zwischenstopp ein, um die dortigen Angebote zu genießen, oder kombinieren Sie die Halbinsel mit dem Yarra Valley und der Insel Phillip Island. Die einzelnen Ziele liegen dann höchstens 90 Minuten voneinander entfernt. Im türkisblauen Wasser, das die Halbinsel umgibt, sind eine einzigartige Delfinart und große Fetzenfische beheimatet. Die Gelegenheit, mit ihnen zu schnorcheln oder zu tauchen, sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Oder unternehmen Sie einen anderen Ausflug aufs Meer. Peninsula Sea Road Ferries are a great option. Die Peninsula Sea Road Ferries bietet noch eine andere Möglichkeit. Diese Auto- und Passagierfähren verbinden die Mornington mit der Ballerine-Halbinsel am Beginn der Great Ocean Road. Wenn Sie also die in Richtung Great Southern Touring Route fahren, können Sie einen Tag auf der Mornington Peninsula verbringen und dann während der 40-minütigen Überfahrt die Küste an sich vorbeiziehen lassen. Es gelten keine Versicherungsbeschränkungen für Mietwagen und Wohnwagen. Nehmen Sie also einfach den Seeweg anstatt der Straße.